Vielen Dank. Ich erteile nun das Wort dem Abgeordneten Dr. Bernd Buchholz von der FDP-Landtagsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was sagt man zu so einem Antrag? Angesichts der Tatsache, dass er ja ein weiterer Antrag aus der Rubrik für Freunde des kleinen Karos ist, wäre es eine Einladung, in der humorvollen Art und Weise von gestern Nachmittag hier fortzusetzen. Aber darauf hat ja der Herr Digitalminister gestern in seiner Art und Weise reagiert, die jede Form von Spaßbefreiung erkennen ließ und deshalb mich dazu veranlasst, das doch dann ernst zu nehmen, was da steht. Und das ist nicht ungefährlich, weil die Koalitionsfraktionen, ja, welchen Minister eigentlich der Landesregierung jetzt, den Digitalminister oder die Justizministerin oder vielleicht die Integrationsministerin, weil sie für Teilhabe zuständig ist, auffordern, die Suchfunktion im Jurissystem so zu verbessern, dass man Gesetze auch findet. Kolleginnen und Kollegen, ich hätte mich nicht getraut, den Antrag im Ausschuss zu stellen. Weil ich hätte gesagt, das macht man mit dem Ministerium auf Zuruf. Aber wenn man den Antrag stellt, dann verbindet man ja offenbar was damit. Dann will man was sagen. Dann will man sagen, wir müssen die Landesregierung dazu auffordern, weil sie selber nicht über Begriffe wie Kundenorientierung, Bürgerfreundlichkeit, Nutzerfreundlichkeit nachdenkt, sondern Verträge mit Juris abschließt, die dazu führen, dass keiner ein Gesetz finden kann. Wenn das die Aufforderung in Richtung der Landesregierung ist, dann bin ich dafür, dann sollten wir das unbedingt machen. Aber ehrlich gesagt, dass es dieser Aufforderung bedarf, das finde ich erschreckend. Und das Zweite ist, meine Damen und Herren, dass Sie in den Antrag jetzt auch noch reinschreiben, dass Sie wollen, dass man Gesetze und Verordnungsblätter und Amtsblätter jetzt auch noch digital veröffentlichen kann. Und in die Begründung, da lesen wir jetzt, dass mit dem Gesetz zur Modernisierung des Verkündungs- und Bekanntmachungswesens der Bund die Voraussetzungen bereits im vorletzten Jahr geschaffen hat und das Bundesgesetzblatt ab 1. Januar 2023 auf diese einzige Art und Weise veröffentlicht werden darf. Die Landesregierung hat es nicht geschafft, das umzusetzen. Das ist in der Tat ein Antrag durch die Koalitionsfraktionen wert, jetzt endlich auch im Landtag in die Puschen zu kommen. Mein Gott, meine Damen und Herren. Es ist schön allein, dass Sie einen weiteren Antrag für den heutigen Nachmittag nicht mehr vorgesehen haben. Der bezog sich nämlich auf die Weiterentwicklung der Landespolizei und nicht etwa, dass wir da über Einsatzhundertschaften, Cyberhundertschaften oder sonst was geredet hätten, sondern da stand im Mittelpunkt der digitale Dienstausweis. Auch der war aus der Rubrik für das kleine Karo, hat man viele Anträge in dieser Tagung dabei gehabt. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wie wäre es, wenn wir zur nächsten Landtagsdebatte wechselseitig vereinbaren, dass wir in diesem Landtag über die Themen reden, die die Menschen draußen wirklich bewegen und bei denen wir wirklich was verändern müssen. Herzlichen Dank. Applaus